Yeah, wir werden die Top dann lanen und einfach chillen. Scalen nach oben. Weiß, was kaufen wir überhaupt in dem Matchup? Er kann halt ein bisschen Mars gehen, aber ist auch nicht gut für ihn gegen Yasuo Nocturne. Nicht unbedingt in seinem Interesse. Was hast du denn geworfen? Longshot oder Barrel? Ja, 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 Bro. Du kommst mir jetzt mit irgendwelchen Vokabeln. Ich habe keine Ahnung, was du da geschrieben hast. Longshot oder Barrel? Kein Plan. Ich habe kein Fass geworfen. Ich habe auch nicht von weit weg geworfen. Ich habe gestern gelernt, wie man Punkte macht. Kathleen hat mir gestern noch die Darts-Regeln erklärt. Davor habe ich immer Darts, also ein paar Mal Darts gespielt in Korea. In irgendwelchen Bars. Ich habe einfach nur geworfen. Was immer ich getroffen habe, habe ich halt getroffen. Kein Plan. Oh, ich liebe dieses Matchup auch. Look, das ist einfach beautiful. Immer wieder dieses kleine W. Und dann der Proc. Und dann der Grass Proc. Und dann Bap. Oh ja, Baby. Kämpf gegen mich. Level 1, Level 2, du Versager. Ich sustain alles hoch. Ich muss nichts dafür anspannen. Let's bounce. Zack ist so ein cooler Charakter. Ein Fun Champion einfach vom Design her. Fundamental, finde ich. Ob du lange oder kurze Darts hattest. Alle Darts waren gleich lang. Die waren bloß unterschiedlich schwer. Wir hatten 19 Gramm, 22 und 25 oder so. Aber die waren alle gleich lang. Weiß nicht, was davon lang oder kurz ist. In den Fachkreisen der Szene, ne? Müssen aufpassen, Mega kann mich ganken. Wenn nicht alle Lobs unter den Turm fliegen, das wäre wirklich höchst sympathisch. Ist Hardstyle Zac ein Ding gegen Meditanks? Nein. Auch Zac kriegt genug Leben von anderen Items. Hardstyle ist generell ein sehr großes Bait-Item. Was du eigentlich nur auf Mundo kaufst. Manchmal auf Shen, manchmal auf Senna. Ich sollte nicht wirklich da einsammeln gehen. Nein, bitte, bitte geh nicht Hardstyle auf Zac. Es gibt so viel bessere Items. Soll man einen Pot einwerfen? Soll ich Angst haben hier langsam oder? Ich bin so 2 Minuten vorne, wenn ich alles kriege. Wir sind auch gleich Level 4. Können wir unseren Pot einwerfen? Den Sein hat er ja schon lange eingegeben. Guter Trade. Rangonio ist da, also muss ich hier respektieren. Die wollen mich vielleicht tauchen gehen, aber ich habe meine Passive. Ich wäre sehr gerne, wenn ich die Welt vom Turm halten darf. Was genau im Interesse des Malphites halt zu vereiteln. Rengar nimmt die Beine wieder in die Hand. Bzw. geht Lane ganken sogar. Lästig. Geht jetzt in meinen Busch rein, der Rengar. Ja, ja, ich werde dich respekten, Rengar. It's okay. Ich habe Information. Ich weiß, was sich hier ereignen wird. Bop. Schade. Und sehr geil, wenn ich mal vertrainen darf. Wäre jetzt viel besser für mich als für ihn, aber Nocturne muss halt kommen. Nocturne sollte schon contesten hier. Auch weil ich stärker bin als Malphite. Aber Nocturne, wieso bist du den langen Weg gelaufen? Er macht mich traurig. Okay. Wir müssen da flashen, wenn wir sonst Passive verlieren und sterben wahrscheinlich. Wenn Nocturne den kurzen Weg läuft, chill ich einfach an Passive. Und wir gewinnen das. Aber er läuft den langen Weg. Na gut. Der hat einen fetten Vorteil gehabt, ne? Der hat 1100 Gold im Vorteil gegenüber Rengar und Malphite, aber it happens. It happens. Life is life. Run, boy, run. Was sind die härtesten Matchups für Zac Top Lane? Oh, es gibt viele. Alle Divine Thunder Champions sind sehr schwer. Bis auf Jax. Jura Camille, extrem hart. Darius, sehr hart. Also du solltest eher andersrum fragen. Was ist sehr gut? Die Antwort ist, gegen einige Tanks. Gegen Jax, Iria, Trynamel, Yasuo, Yone. Aber gegen sehr viele ist es sehr schlecht. Also auch gegen Urgot und all so einen anderen Quatsch. Er ist schon eher ein For-Fun-Champion, der auch gut scaled, aber in wenigen Szenarien wirklich Potenzial hat, angewendet zu werden. Weil vertrollt, er kauft Bramblevest. Ich muss ihn dann nicht auto-attacken, um mich zu heilen. Außer mit Grass, da muss ich auto-attacken natürlich. Hier kurz die Szene mit den Cammen nicht lassen kann, hat glaube ich trotzdem sogar geschafft. Wenn ich es korrekt beobachtet habe.
dem Tomago wegen meines Barmis. Wenn er mich dann ultet, bin ich direkt fucked. Deswegen müssen wir aufpassen. Vielleicht ultbaiten ist gut, aber mir auch nicht. Run, boy, run. I could really use a snack right now. Was Bock gehabt, zum Drachen runter zu moven, aber. Ja, noch der Level 6, der Fight wäre zu lang gezogen. Vielleicht move Malphite though. Auch eher schwerer vorstellbar, aber möglich. Er ist schon sehr lange missing. Ich habe Angst, dass Malphite den Fight unten carried up. Ach, scheiße. Außer mein Leben gespampinkt, aber. Ja. Wenn auch dann halt Rap-Buff invadet, wenn die Blue-Buff invaden würden, würde ich auch durchmoven und aus Base kommen, aber wie sind halt dann deren Rap-Buff? Naja. Kriegen hoffentlich viele Top-Lane Knights. Wenn es nur ein Kill ist, ist okay. Dark Ult. Well played. Badam-bam. Ärgerlich, weil Malphite kriegt halt einen Free Reset, weil sie das 2v2 gewonnen haben. Offen ist er den langen Weg gelaufen, während Rengar mich gegankt hat. Und dann kriegt der TP Advantage, verwertet die für den Drachen. Gut von ihm ausgelöst, natürlich. Auch nicht schlecht, das so zu verwerten. Bloß ärgerlich, dass Nocturne dann einfach Rap-Buff invadet. Da ist ihm kein Beistand von uns möglich, natürlich. Ich move noch, nicht move, ich move. Badam, bam. Ich will nicht das Auge klauen, ist auch schon das Gold alleine, also das Gold alleine, aber von den Großteil des Goldes erhalten. Bob. Was Eck ist so cool, diese ganzen Blobs, I love it. Okay, wir nehmen jetzt noch eine Platte, wenn wir dürfen. Malphite ist, glaube ich, gebased. Die Frage ist, gehen wir Sunfire? Die beiden AD Carry, AD Champions sind schon sehr stark. Also Gragas, eigentlich Gragas, Jinx und Rengar. Das ist den einen Medi-Medi, den wir gehen Base. Demonic, Sunfire. Schon Sunfire, die sind einfach zu stark. Ich sollte einfach MR, ich sollte so oder so tanky werden. Malphite macht doch sehr viel physischen Schaden mit W. Ich sollte auch Sunfire komplett wasted gegen ihn wäre. Wir haben Boots in Ruhen, wir gehen jetzt als nächstes wahrscheinlich Jakshu oder Radiant. Ich brauche nicht unbedingt Demonic. Und später müssen wir einfach Teamfight uns durchbuffen lassen von Seraphine und Frontline und Knockups vorführen für Yasuo vor allem. Mal sehen, inwiefern uns das vergönnt sein wird. Haben wir hier einen Engel, seine Ult zu kriegen? Wahrscheinlich ja nicht. Wahrscheinlich weniger. Drei Platten oben sind trotzdem stark für den einen Assist, den Malphite bekommen hat. Komplett in Ordnung. Jetzt auch gleich proxyen gehen. Je früher wir proxyen, desto früher können wir reinrotieren. Scheiße, das hat nicht den Kill bekommen auf den Cannon. Brauche ich. Auf der Süße. Und Mitte covern, wenn Seraphine stirbt. I never skip breakfast. Gragas kann mit seinem E sehr leicht meine Combo canceln. Ja, ich krieg Rengar Ult. Das ist schon sehr viel mehr, als ich gedacht hätte zu kriegen. Mein Team is not doing too hot. Rengar war noch im Busch drin. Ich hätte früher flashen sollen, wenn ich flashe. Wir bitte die Platte wenigstens, mein Junge.
Können wir spielen, können wir spielen, können wir spielen, können wir spielen, können wir spielen. Junge, aber ich kann nicht mehr, ich kann nicht alles, ich kann das alles nicht mehr, Chat, ich kann das alles nicht mehr. Wir müssen alle mal zum Glück gezwungen werden. Junge, der Rakan spart auch alles an. Wo bist du denn hingefahren? Nein, ist nicht schlimm. Hat er mich halt sterben lassen, sowohl im Passive als auch danach. Aber der Pinkwort ist jetzt tot. Das sind auch wieder 30 Gold. Muss man auch nehmen. Kleinen Vieh macht auch Mist. Das ist wieder Geld in den Kassen. Das ist auch geil. Stonks. Na, komm, keine Chaos-Self-Pink. Ist das jetzt ein bisschen zu viel, mein Freund? Unangenehm ist es. Was will man machen? Was will man machen? Ich glaube, wir gehen in Tabis. Wir tanken das vorweisen. Keiner Jonas, fuck it. Ein bisschen wenig Ability Haste, aber das ist okay. Nice, die Platz ist gestorben. Bei Minions ist das sehr gut. Kann Malphite ihn später nicht bekommen. Er baut dann 5 Platten. Fiasco ist ziemlich mächtig. Wenn ich ihm eine Ult gebe und wir Shutdown auf Rengar oder Jinx bekommen, wäre das alles Turbo Toro. Dementsprechend ist noch lange nicht aller Tage Abend. Wir können das noch easy nach Hause holen. Bitte gebe diesen Drachen ab. Wir können niemals teamfighten. Malphite kann auch da sein, aber auch wenn ich da bin, können wir nicht fighten. Keine Ult. Wir sind deutlich schwächer insgesamt. Die Gegner haben fette Shutdowns. Überzeitsituation noch Botten ist okay. Kein Dragfight, bitte. Malphite ist da. Aber die sind nicht, nicht komplett competent auf Drake. Ist okay, was wir machen, denke ich. Nice. Geil, wir verlieren gerade den Drake. Dann sollte Rengar gerade sogar solo. Wir kriegen die nächsten 5 Platten Turret Top. Ich habe einfach unnötigerweise noch einen Turmschock getankt. Und wir haben ja nicht mal Drake gemacht? Wo ist der denn? Der kann mich jetzt töten kommen. Ich bin... Eigentlich, ich hab Ult in 8 Sekunden. Ich gewinne das. Ult, Sunfire Cape. I got this. Muss Cammy noch sterben lassen. Nice. Sehr geil. Botlane gewonnen, Drake bekommen. Und Top Lane 5 Platten. Also die letzten beiden Platten bekommen. Sehr sexy. Jetzt wahrscheinlich Richtung Jack to the Show. Und dann wahrscheinlich Randuins into dann vielleicht wirklich Demonic Embrace, je nachdem, wie stark Gragas ist. Er ist ja die einzige AP-Quelle. Gragas hat nicht wirklich die DPS, um einen Sekt zu töten. Ich habe ja genug MR mit dem Item zumeist, auch mit Conditioning noch oben drauf und dann noch ein Mountain Drake. Und genug Magic Resistance wahrscheinlich. Und Malphite macht sehr viel physischen Schaden. Mit seinen ganzen Ws. Einfach schlecht von mir, Malbats. Ich weiß, wenn ich killen könnte, aber ich soll trotzdem meine Skillshots treffen, of course. Mal wird, mal wird. Ja, Mitte contesten ohne meine Ult. Was, Rakan haben gleich wieder ihre Spells. I used to know. Rift Herald ist die Legende der Bro. Stirbt dafür leider. Mein Fight geht Base, der ist niemals rechtlich beim Fight, genauso wenig wie ich. Oh, er TP'd dazu, okay. Der Fight ist trotzdem schon zu Ende, oder? Ich guess, über die Hasse holten. Ne, er hat nichts mehr Fight gemacht. Chill, ich das sehr gut. Haben wir TP bekommen von ihm? Der 1-1-0, er steht 0-0-1. Bing, chilling, top laning. Wir haben 5 Platten bekommen. Jetzt tötet der Rakan. Das ist okay. Machen wir noch ein bisschen Gold. Können vielleicht Crux nehmen. Nach Doran's Schild verkaufen natürlich. Über die Wand gesprungen, der Frechdachs. Ich werde seine E aufheben, bis er mich rootet und dann... Oh, Moment. Was? Alter, sorry, aber das ist zu krass. Dass er da in der Luft noch hinterher jumpt, wellplayt an ihn. Holy moly. Den nach oben springen müssen dann.
Legendary Rengar tötet mich nochmal. Na gut, my bad, my bad. Bin schon sehr tanky mit Tabis und allem drum und dran, aber meine Güte. Die sind einfach sehr gefeedet. Ich muss besser spielen, um das nach Hause zu bringen. Aber es ist schwer, wenn mein Team einfach Ferret fightet, Drake fightet, wenn wir nicht auf Timing sind dafür. Eieiei, was eine Partie League of Legends. Der ganze Tag heute ist eine wilde Partie League of Legends. Aber es wird nur ein bisschen groupen, Teamfighten, ulten. Rengar vor MCC, mit Yasuo gemeinsam können wir ihn vielleicht töten. Mal sehen. Nice. Einfach auch diesen Turm hier nicht bekommen an lokalem Gold, genau wie die Platte da oben. Okay, nehmen wir den eingesackt, das ist huge. Wir sind mitten in den Fight, ist wieder auf einem Off-Timing. Ne, Yasuo ist Midlane am Reingehen. Während, ja, noch den Botlane-Farm, ich habe 10 Sekunden auf Teleport. Es ist schwer, sehr schwer, sich im Game zu involvieren, wenn die einfach auf, nicht auf Timing spielen. Er geht halt rein, während noch in Mitte ist, ne? Ich habe 2 Sekunden auf Teleport. Egal, wir kommen jetzt rein rotiert, machen das Beste draus. Witzig, wie sich in der Luft noch gecancelt hatte. Ihren Flash. Bin schon sehr mächtig. Aber es geht natürlich mächtiger, wenn wir es kombinieren würden mit den Teammates. Mein Champ ist nicht so geil in Teamfights gegen Jenna, Gragas. Beide kennen sie mich sehr einfach. Aber ich nehme kein Damage. Also ich bin Full Tank. Komm, Jungs, jetzt fighten wir mal diesen Drake gemeinsam, okay? Das darfst du nicht. Natürlich wird er rüber jumpen. Fucking worth. Ärgerlich, dass sein Sweeper ausgelaufen ist. Sonst hätte ich den Ward auto-decken können. Hätte ich die durchsessiert, den Rengar. Aber ich hatte keinen Sweeper selbst ab. Deswegen war Sweeper auf sehr ganz geil, wie auch Pink Wards, weil er dann halt Q'n könnt und einen Ward auto-deckt oder so. Den ihr dann aufdecken müsst, natürlich. Nice. 1000 Gold hat er noch Rengar. Fucking huge. Einfach Drake. Ihr sollt nicht rein in hier. Drake ist free. Alrighty, wir sind immer noch komplett fein im Game. Rengar hat fast alle Kills. Wenn der stirbt, ist der ganze Lead, den die Gegner haben, weg, was Gold angeht. Und wir sind, was Objectives angeht, gut dabei. Sogar Harold einmal gesteelt bei Peter Nocturne. Und das Smite da vorhin. Unser Comp ergibt auch sehr viel Sinn. Wenn wir einen einzigen Knockup auf Rengar treffen, kann er quasi nicht spielen. Er wird dann Yasuo Nocturne ultet. Aber ja, ist nicht so einfach, vor Rakan und mich durchzukommen an Gragas und Jenna. Beide Champions haben ja sehr viel Disengage und können die noch rausspielen. Der ist auch ein bisschen aggressiv dabei, der Homie. Gragas wird mich weiter weggeultet. Nice, Mann. Vorsicht, ja, hast du Top-Lane vor Rengar ult, oder? Oder Seraphine? Seraphine? Rengars Mitte. Ich hab den Rapper präventiv gecued, damit wenn Rengar springt, ich ihn direkt auto-tanken kann. Aber er ist aber weggerannt, als er mich gesehen hat. Seraphine nicht weiter gechased. Ja, so gewinnen wir Teamfights, ne? Kleinere Skirmishes, die zu größeren Skirmishes werden, aber vor allem halt einzelne Picks. Nice, nice. Aber wir gehen die Randuins into Spirit Visage, into Demonic Last Item. Ich brauche nicht wirklich Damage, mein ganzes Team macht Schaden, aber ich habe ja selbst einen Everfrost Rakan, bruh. Okay, er wird das spielen. Halt eine Jinx, die dich da treffen kann, vielleicht. Hopp! Dann haben wir gehittet. Jinx wollten wir haben. Wir nehmen natürlich auch die Wetterreporterin. Das ist ein Free Nash jetzt. Fucking nice. Guter Call von Mr. Rakan. Ich hätte gedacht, jedes Mal würde Malphite alleine facechecken, aber nein. Jinx und Jenna begleiten ihn auf Schritt und Tritt. Und die sind natürlich deutlich leichtere Ziele als er. Und wenn sie fallen, fällt auch er. Unser Kombi ist halt einfach sehr gut, ne? Gerade gegen deren Draft.
Die beiden Bros gehen zonen. Nice. Ich werde euch auf Jinx jumpen. Alter, sicke Q über die Wand. Moin. Oh, er ist aber auch ein Tanky Monster, ne? Malphite drückt einfach W, nicht Malphite. Rengar drückt W und er ist einfach tanky. Nice, nice. Wie Deathborn gerade einfach über die rüber. Er stand 22-10, jetzt steht 22-18. Und sehr krass. Aber du draftst einfach sehr gut. Ich darf hier so nicht Base gehen. Wenn Rengar reinultet, wäre es eine Tragödie, wenn ich weg bin. Dann guck ich diese Kacke an mit diesen ganzen Blobs. Ist so witzig. Ich habe es noch nicht gewonnen, aber es sieht jetzt sehr viel besser aus für uns natürlich. Gute Games. Gute Stimmung. Modic Embrace wird auch noch ein starkes letztes Item sein, aber erstmal muss ich die defensiven Werte ausbauen. Denn wir haben genug Schaden gerade von Mr. Yasonio. Die P in 10 Sekunden. Boah, dass er das überlebt hat. Mächtig. Also, wenn ich dafür geflasht habe, ich mir gedacht, ja, das könnte sterben oder. Style Points? Können wir Jinx einfach Tower diven? 100 zu 0? Wahrscheinlich nicht, wenn die gute Chompers legt. You left the hole where my heart should be. Stormman ist auch sehr gut auf Zac, weil sehr viel Schaden macht. Wenn Leute dich hitten, aber ich denke, gerade ist es besser hier gegen zwei Crit-Champions. Ich habe gerade ja auch schon AI gekauft. Ich bin so auf Tempo, ist aber Basecamp, fuck das. Schutt, der wird mich über die ganze Karte verfolgen haben. It's fine. Hopp. Da war 116 Damage, aua. Hätte schon früher Base gehen sollen. Direkt nach Demolish. Dann wäre es hier kein 1 für 1 hoffentlich geworden. Ich fight ihn auch einfach zu früh. Kein Grund, da so früh zu reinzugehen, aber trotzdem. Nicht früher da sein kann. Genau das kann ich ja kaum sehen, was mein Team da machen wird. Aber ist echt krass, ne? Die waren so weit vorne und dann kommt unser Team kommt online und dann geht's erst los, das Game. Geiler Knockup von Arcane. Ja, so Flash ultet auf den Arcane-Knockup rauf und ich jump einfach nur auf doppelsisierte Ziele. Mächtig. Sehr, sehr geil. Wir sollten Bottleneck nehmen. End ist schwer, aber ich kann einen Turm vielleicht holen. Mit dem Mollisch. Oh, Windfall haben wir. Dann ist es echt nicht schwer. Ich trolle. GG. Nice, Mann. Ein echt hartes Game im Early Game. Ein bisschen zu viel abgegeben. Auch wegen des Positionings auf der Karte. Malphite hat mich auch gut outrotiert, aber hat einfach, boah, ich hab's immer gespampingt und es ist halt einfach nicht mein Timing, wenn wir Rap-Buff invaden. Malphite kann Basecamp dahinlaufen. Ist für mich halt ein viel weiterer Weg, wenn ich Basecamp dahinlaufen muss. Aber ich habe dafür 5 Platten geholt auf Top Lane. Also ganz entspannt eigentlich. Wir haben viel dafür zurückgetradet. Bisschen egoistischerer Playstyle ist es definitiv, aber mit der Draft später Teamfighten ist so einfach. Seraphim bufft alles durch, Rakan und ich versuchen Knockups zu verteilen. Yasuo ist dann derjenige, der einfach Damage machen muss, aber auch Nocturne und ich machen einen guten Damage und Seraphim auch, also. Eine nice Runde. Hat Spaß gemacht. It's Talking Time, richtig Anti-Rage heute. Mental Game on Point, verkauft werden für den Pink Ward, no problem. Ja, wir fokussieren uns ja auf Dinge, die wir beeinflussen können. Aber die Situation mit dem Pink Ward und Nocturne war schon eine Frechdack-Situation, da hast du nicht unrecht. Einfach weggeht und mich sterben lässt. Und auch, dass der Toplane den Weg drumherum läuft, statt gerade. Ja, es gab ein paar Situationen. Aber Fehler passieren. Er hat auch einige Fehler gemacht. Er hat auch ein paar gemacht. It happens. Wir haben gemeinsam gewonnen. Und gemeinsam über die Fehler hinweggeschaut und niemand hat sich da beleidigt. Das ist doch gut.
Das ist doch sehr gut. Tolkien, wann fängt MSI an? Am 2. Mai. 2. Mai.